euch heulen, ihr glimmenden Wölkchen des Versagens. Ich sitze da gar nicht drin, ich stehe dahinter irgendwie und mach gar nichts. Das sieht komisch aus. Das ist Kanonendonner von Kanonen der Blutlegion. Na komm. Zurück in die Nebel. Ja, immer perfekt getimt. Beendet eure Schmach. So, dass die alle da gleich reinrennen. Oh ja, das müssen alle gewesen sein. Seid hoffnungslos, hilflos, wertlos. Adelberns Armee ist ein Witz. Ein erbärmlicher, toter Witz. Kein Wunder, dass eure Stadt so leicht fiel. Kein Wunder, dass wir euch lachend hinmetzeln konnten. Boah, das gibt Erfahrung. Scheiße. Wir lachen immer noch, gut, Skalonia. Was dagegen? Kommt und verbietet es uns. Hm, was ist denn da mit der Bäuerin, ey? So ein lustiger Feier. Bäuerin. Ja, steht sie hier. Bäuerchen. Bäuerchen. Ihr hat einer überlebt. Leck mir am Arsch. Du stirbst. Immer nur töten. Na, furchtbar, ne? Die Geister sind aber irgendwie schon tot. Ah, wie war das, Knurr? Das müssen eure Türmchen erstmal schaffen. Genau. Das war große Klasse. Ich sollte Lehrstunden im Spotten bei Galina nehmen. Oh, und die Kanone hat auch gut funktioniert. Wo ist dieser Knurr-Idiot? Ach, da hinten. Knurr-Feuerbrand, das ist aber auch wieder... Klasse, ey. Nicht schlecht, wenn man lauten, sinnlosen Lärm mag. Kommt schon. Lasst mich euch zeigen, wie man die Geisterlaufwaffe eleganter einsetzt. Unsere Türme sind beweglich und haben große Feuerkraft. Ein einzelner Soldat kann bis zu 3 davon auf dem Schlachtfeld aufstellen und das Feuer koordinieren. Ihr tötet also die Geister da, wo ihr sie entdeckt, statt sie zu euch zu locken? Genau. Für diesen, ja, wenn du keine Quests mehr hast, machst du halt Events. Das gibt auch scheuert viele Ihr platziert die Türme, wir lassen die Geister los. Klingt wie ein solider Plan. Legen wir los. Legen wir los. Muss ich irgendwelche Prototypen aufstellen? Okay. Geisterlaufturm, ja, lass mich ihn aufheben. Mit der die Geister entfesselt, aber wir haben falsch rum aufgestellt. Schauen wir die ein bisschen weiter nach vorne. Was wollt ihr? Fertig! Lasst die Geister los! Na los, wollen mal sehen, ob Eisen noch mehr kann als nur Pläne zeichnen. Ich stelle meinen Geschützturm auch noch auf. Oh mein Gott, die machen guten Schaden, ne? Alles blocken. Die Türme gehören euch. Passt sie ganz nach Belieben an. Sie sind tragbar. Auf euer Zeichen. Wir halten uns bereit. Okay. Stellen wir meinen Turm auf. Eigentlich fand ich das ganz gut, so wie die hier standen. Die Viecher hier. Oh, ich kann in die normale Welt. Ja. Das ist immer klasse. Aber gestern auch den ganzen Tag so, ey. Einmal warst du da, dann war ich da und immer umgekehrt. Dann haben wir unsere Story-Quest gemacht. Für die Asche-Legion.
Ja, ich fahre jetzt bis du hier bist. Ja. Oder was auch immer du machen willst. Ich muss meine Story-Sache hier noch fertig machen. Dann müsst ihr eigentlich auch aufs Feld kommen. Wunderschön. Was? Die sind ja allein. Sind die denn allein? Na, passt schon. Noch mehr Geister freilassen. Wie viel denn noch? Ich muss die Türme jetzt anders aufstellen, die schießen gar nicht mehr. Hier ungefähr. Oh. Dann stellen wir hier hin. Mal los, nächste Welle. Sprich nicht so laut. Ich spiele jetzt Tower Defense, weißt du? Ich muss meine Geschütze so hier aufstellen. Ja, kann man quasi sagen. Die stehen zwar nur auf dem Boden rum und nicht an taktischen Positionen, aber ist egal. Ich habe das Unnachahmliche erreicht. Komm, geh mal auf, du Viech, du, ey. Zu anderen. Und ich sehe euch an, Galina. Bin ich ja nicht scharf, aber es ist simpel. Die Aschetürme haben mehr gebracht als die Blutkanone. Wenn ihr es nicht seht, seid ihr auch simpel. Okay. Eisen schützt, nicht falsche Götter. Offizier an Deck. Tribun Metzeltlinge, die Tests sind abgeschlossen. Ich habe alle Informationen, die ich für meine Entscheidung brauche. Wird ja wohl nicht zu schwer sein. Ihr hattet Glück, dass Galina und Knorr euch nicht in Stücke gerissen haben. Gut gemacht, Legionär. Also, welche Anwendung eurer Waffe verdient die Aufrüstung? Verzeihung, Tribun. Eine große Geisterarmee sammelt sich beim Aschfurt-Forum. Sie brauchen Truppen, um sie abzuwehren. Ah, gute Gelegenheit. Wenn ihr nichts dagegen habt, Brimstone, lassen wir sowohl Blut als auch Asche auf die Geister los. Auf jeden Fall. Je mehr, desto besser. Aber wer bekommt nun die Geisterlaufwaffe? Lasst mich kurz mit meinem Legionär sprechen, dann gebe ich euch Bescheid. The fuck, ey. Die alle so geil auf meine Waffe sind. Ihr habt eine Frage? Beide Legionen haben meine Geisterlaufwaffen geschickt eingesetzt. Das stimmt wohl. Das ist richtig, wir müssen uns konzentrieren, ihr müsst euch entscheiden. So, jetzt darf ich mich entscheiden, ob ich Asche, Türme wissen meine Waffen am besten zu nutzen. Ihre Kanone ist für den Einsatz meiner Waffen am besten geeignet. Boah, was nehme ich denn da jetzt, ey? Ehrlich gesagt fand ich die Türme von der Blutlegion immer stärker. Ich nehme Blut. Ja. Okay, was haben wir denn da? Rohlederbeinkleid und... Vitalität, beschlagenes Lederbeinkleid und... Präzision, nämlich in der Kraft. What the hell, was ist das denn? Präzision. Ach, ein Höhlentroll. Immer Vitalität. Fertig damit. Puh, direkt ein Level abgekriegt. Das geht schnell. Mehr Vitalität. So, ich komme jetzt auch wieder auf die Ebene. Wieder schön in den Überlauf. Ja, der Überlauf.
Überlauf, bla bla bla. Da geht's weiter mit der Quest. Ich geh mal da runter. Jetzt bist du verreckt, ne? Nee, halb. Mir hat Höhlentroll einer gewischt. Jawohl, ey. Ich kann die geblendet. Marke. Ich geh mal da runter. Oh, wird hier angegriffen. Zum Teufel. Peitschschwanzverschlinger. Ich meine hier. Ein Armadillo. Oh mein Gott, ey. Der Eisenlegion helfen. Neue Quest. Okay, muss ich denn machen? Vor der Flammenlegion zu schützen. Geh mal hin. Lustig, wie ich hier auf der Überlaufkarte bin und hier ist keine Sau. Vielleicht ein, zwei Leute. Ja. Kraftquelle der Flammenlegion. Ja, ja. Das war lustig. Oh Gott, wie sollte es den Kreisen raus? Die kommen ja selbst bei so kleinen, normalen Mobs, ey. Boah, da bin ich nur vom Bossen gewohnt. Ja, passiert dir mal was? Hallo? Wow, 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 wow. Ah. Finzi Ritualtasche. Ich habe so viel Scheiße, die ich eigentlich verkaufen könnte, aber ich will die nicht verkaufen, weil ich das vielleicht verwenden könnte. Für irgendeinen Beruf oder so. Jawohl, Buggy. Ich hab hier ein schwarzes Schaf. Toll, ne? What the hell? Kommt der denn jetzt hergerannt, ey? Komm ich von da hinten angerannt und knocken mir ein. Ja, war schlau, den jetzt festzupinnen. Ich bin auch noch von dem Schaf angegriffen. Genau. Das ist das gut. Das Schaf hilft mir jetzt mit. Das Schaf nehmen wir auch noch. Klasse. Unnachahmliche erreicht. Oh, gab wieder gute Erfahrung. Und das Vieh denn jetzt auf einmal her? Drehen in dem Spiel ist komisch, da bleibe ich bei. Ja. Also, kann sich irgendwie nicht so toll bewegen, finde ich. Jo, wie ging das irgendwie so ein bisschen schneller? Meins. Ha, 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 ha. Von der Nase weggeschnappt. Ich werde jetzt ab sofort gar keine Feinde mehr anklicken. Ich werde das nur mit Tab machen. Beide Maustasten drücken und dann um die herumlaufen. Alles andere ist ein bisschen komisch. So, wo haben wir denn noch ein paar andere Sachen davon? Muss die Kacke da deaktivieren. Ist ja schon gar nichts mehr. Ist aber jetzt mies.